Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Runde zu Battlefleet Gothic Armada 2. Wir spielen die Menschen, die Space Marines. Und, ja, wir hatten ja einiges vor. Nämlich hier Worger Toik, ach egal. Wie es heißt, es wird auf jeden Fall angegriffen. So, und Hinder. Kann ich da nicht hin? Da waren noch gerade mehr Felder. Schitte, schitte, schitte. Oder kann er sich einfach nicht mehr bewegen? Ach du Backe, ich habe den Zug wahrscheinlich nicht weitergemacht. Ja? Das war unüberlegt. Das war doof. Ich glaube, der hat sich mir schon bewegt und der andere nicht oder so. Na gut, dann versuchen wir es halt so. 200 zu 143 dürfte ja Autoschlacht. Autoschlacht mache ich eher, ich vertraue ich nicht so. Wenn wir mal doppelt so viel haben, dann machen wir mal Autoschlacht, aber richtig doppelt so viel haben wir ja nicht. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee, Junge. Da sind wir. Dürfte ja auch nur ein, zwei Schiffe sein vom Chaos. Mit unserer Mega-Ramme. Jo, Let's rock. Course engaged! Wir müssen hier Punkte einnehmen. We serve! Du bist jetzt Nummer 2, Nummer 2. Heading acknowledged! Energie. Nummer 1 geht dahin. Autofeuer an. Maximum Burn! Bei dir lasse ich Autofeuer erstmal aus. Und bisher haben wir nur ein Signal vom Chaos entdeckt. Das heißt, sobald wir mit 2 Punkten führen, wird hier, was war das, ein Kreuzer, die Fregatte, die restlichen Punkte einnehmen und das ist unser Kreuzer. We serve. Der Luna-Klasse, der wird sich, gegen das Chaos-Schiff kümmern. Wenn ich ein bisschen verkatert klinge, dann tut es mir leid. Gestern zu tief ins Glas geschaut. Tja, so ist das im Leben, ne? Gas. Ich kann ein bisschen vorspulen. You have seized a strategic area. So, ist gut gemacht, mein Kleiner. The enemy has seized a strategic area. Ins nächste, bitte. Einmal drehen. All ahead, full! So, wir versuchen. Coordinates acknowledged! Hier ist zu weit, er muss hier irgendwo sein. All ahead, full! Wir müssen vorspulen. Wer kommt hier direkt hier runter? Ist das so ein Punkt zum Einnehmen? Nee, ist ein Asteroidenfeld. Das heißt, der wird wahrscheinlich hier irgendwo gleich kommen. Haben wir eine Sonde oder sowas gehabt? Nee, ne? Gruppenbefehl. Es gibt ja Schiffe, die können so eine Sonde loslassen. Ich habe hier, halte ich eigentlich nie was von, aber. Heading acknowledged! Da vor uns ist er. Ziel erkannt. Du machst noch deinen Weg. Engaging engines! Mikrohauptsprung. Wie liebe ich die Dinger? Enemy sighted! Ah, jetzt macht er noch. Schnell durch, du kleine Ratte. Targeting enemy vessel! Schwein. So. Einmal. Execute high energy turn. Jetzt gehen wir mit dem Melter doch hier los. Auf ihn gerichtet. Changing course.
Setting course. Los, dreh dich, es lebe Melter. Guck, vorsetzen. Losschicken. Ja, kam an. Underway. Ein bisschen schräger. Und Maximum Burn. Energie. Oh, ist noch zu viel. So, Energie ausschalten. Understood. You have seized a strategic area. So, das Ziel bitte auf den Antrieb zielen. Ship ready. Jetzt kriegt ihr die Bombe. Zack. Geil. So. Aye, Admiral. Kümmer dich um den nächsten bitte. Maximum Burn! Genau, Maximum Burn. Your orders? Können wir jetzt nicht nachladen? Nachladen permanent geschädigt. Wodurch habe ich das permanent geschädigt? Ah, ich habe einen kritischen Schaden erhalten, oder was? Drüben gibt es eine Meuterei, das heißt, dann machen wir da mal mit. Changing course! Wir machen mal ein Enter-Manöver. Vielleicht bekommen wir das Schiff, das wäre ja edel. Automatisch schießen deaktivieren. Our borders have caused internal damage. Sechs Truppen verloren, Triebwerke beschädigt. Meuterei gestoppt. Scheiße. Wir hätten noch Blitzeinschlag nehmen sollen, ne? Naja, dann zerstören wir es. So, dann nehmen wir den anderen Punkt ein. Setting course. So, wir beenden das jetzt mal hier. You have seized a strategic area. Ich hoffe, das war richtig abgeschätzt. Melter, es lebe Melter. Coordinates acknowledged. So, das dürfte es gewesen sein. Ja, brannte es aber ganz gut bei uns. War bestimmt die Kommandozentrale oder so. Also wie gesagt, ich glaube, wenn wir doppelte Stärke haben gegenüber anderen Schiffen, kann man ruhig mal die Schlacht automatisch spielen, gerade wenn es nichts so Besonderes ist. Wie viel Ruhm gibt es? So wenig. So. Woran kann ich denn meine Leute updaten? Das ist irgendwie... So, irgendwie müsste es deutlich auch mal reparieren, ne? Machen die das automatisch? Ich weiß es nicht. Was bringt uns dieser Planet? Der Planet bringt uns nicht viel. Reparaturrate 16%. Truppenregeneration. Können eine neue Flotte erstellen, das war's. Na gut, Zug beenden. Mal gucken, was das Chaos macht. Wenigstens dauern diese Runden nicht so lange. Okay, das ist ja, wir haben ja hier auf leicht gestellt. Das dürfte hier schneller gehen mit dem, ja, Nachladen. Langsam überlegen, ob ich das Backspin-Schiff da hinten als Verstärkung setze. Und dich mitnehme. Du hast hier so viele Gegner. Nee, ich nehme das Spaceman-Schiff. Komm mal her. Ich weiß nicht, ob bis dahin kommt und noch kämpfen kann. Sagen, diese Flotte, wir gehen erstmal auf die andere Seite. So, was gibt's denn hier Schönes für uns? Auch dasselbe, nur Reparatur. Und ja. Aber ein Schiff hier bauen können wir wahrscheinlich nicht, weil hier fehlt auch die dicke Raumstation. Aber ich teste es trotzdem nochmal.
Ich würde gerne meine Flotte hier, die beiden, verstärken. Naru. Hier können wir doch was kaufen. Nochmal eine Luna-Klasse. Oder eine kleine... Ach so, das würden wir da hinten bauen. Ah, bei Clausten gibt es hier dicke Verstärkung. Jetzt kommt wieder die Frage, jetzt müssen wir wieder Lucky Lucky machen hier, ne? Was haben wir denn hier vorne? Schwere Lanzenartillerie, das ist wahrscheinlich wieder gut vorne. Doppelleiftiger Makroturm. Der hat 270 Grad, das ist nicht schlecht. Aber 128 Goldstücke. So, was hat er hier? Torpedos, ihr wisst, ich liebe Torpedos. Doppelläufiger Makroturm, leichte Makrobatterie, nur Seite. Torpedo, Makrobatterie, leichter Makroturm, Torpedo, Lanzenwaffe. Was hast du? Du bist das teuerste da aus der Kategorie. Start- und Landebucht von Jägern. Also eher so ein Flugzeugträger. Weiß ich nicht. Die MK2 Dauntless und das ist die eine. Die ist auf Torpedos und die ist wahrscheinlich eine Ballerbude, ne? Entschuldigung. Und der hat keine Lanzenwaffe der Torpedos. Die Luna-Klasse hatte ja Torpedos, ne? Genau. Dann nehmen wir hier mal einen mit Lanzenwaffe. Den will ich gerne mal bestellen. So, mal gucken. Ach, eBay hat den sofort verschickt. eBay, sag ich, Amazon. Super. Dann kriegt der so richtig auf die Kackfresse. So, ich sag mal, Zug beenden. Bring mir mal einen Schluck Kaffee. Minen erstellt. Die unteren Bereiche, Sektoren, mache ich noch nichts, weil... Oh, was können wir hier machen? Ach so, das geht hier auch mal was. Archäologische Grabungsstätte gewährt 200 Ressourcen, wenn sie zum ersten Mal eingenommen wurden. Aha. Und ja, Punkte für eine Werft. Das konnten wir hier und da auch machen. Aber wie gesagt, die unteren lasse ich erstmal, falls die noch erobert werden. Wenn wir die Reihe fertig haben, dann können wir die unteren Sektoren ein bisschen ausbauen, weil wir dann ja nur von Worga hier auf die Nase bekommen können. So. Sieht doch hier viel besser aus. Dann gucken wir mal. Ich sag mal 400, 500 habe ich. Komm. Nicht doppelte Stärke. Wird gekämpft. Eigentlich schon fast. Egal. Ah, wir kämpfen gegen die Nightlords. Sind diese schön mit ihren Häubchen oder mit ihren komischen Segelohren. Ledermaus-Segelohren. Sehen aber auch nicht schlecht aus. Problem, was ich manchmal mit einigen Orden habe, ist, dass dann alle so aussehen. Ne? Dass alle dann so quasi die komischen Fledermausohren haben oder so. Ich variiere gerne. Aber das ist halt bei Großarmeen immer so ein Problem. So. Diesmal haben wir 4 Schiffe, das neue, ein leichter Kreuzer, schwerer Kreuzer. Mal kurz die Schiffe angucken. Also definitiv Imperial Fists, das sieht man hier an der Faust, da an der Faust,
So, das ist unser fettes. Vom Admiral Spire, das Schiff. Und das ist die kleinere Variante. Und da vorne sieht man auch die dicke Lanze. Lanzenwaffe. Hier. Und wir haben hier die Ramme. Und wo die Torpedos rauskommen, würde ich raten, hier aus diesen Bereichen haben wir dort und dort. Kurz zur Waffenkunde, wir starten direkt im Asteroidenfeld. Das finde ich scheiße, weil Asteroiden machen uns ja Aua. Wir sind keine Tyranniden. So. Gleich ein bisschen nach vorne. Engaging Engines. Wir verstecken uns nicht. Wir sind Space Marines. Zwei Signale. Bei allen vier aktiviere ich Dauerfeuer und Full Speed. Ist egal. Full Speed. Course engaged. Das schnellste Space Marine Schiff. Ich muss behaupten. Stand wahrscheinlich auch schon 5 Meter vor. So, das Dix ist natürlich am langsamsten. We wait your command. I, Admiral. Das war eine mega Reichweite. Das ist eine Raketen oder was? Underway! We wait your command! Oh, die sind gezielt. Heading acknowledged! Ich habe nur einen Turm verloren. Ja, was ist das? Knallt das weg? Understood! Oh, Hilfe! Enemy sighted. Und obliterate that target. Identifiziert. Target locked in. Changing course. Ey, die machen bei mir die Türme kaputt, diese scheiß Waffe. Give us purpose. Initiate Thunderhawk Bombardment. Engaging Target. Ja, er macht's automatisch, das finde ich geil. Ich wollte gerade, dass er mit der Lanze schießt. Er hat halt dick drauf geschossen. Your orders? Ohne dass ich einen Befehl geben musste. Das finde ich gut. Setting course. We serve. Das ist schwierig. Oh, da ist einer. Jetzt macht ihr mal hier das hier. Zack. So, du kleine Drecksratte. Acquiring new vector. Drehen. Ah, es war zu setting course. So, ich brauche nur Unterstützung gegen den Großen. Wir leben noch gut. I, Admiral. Engaging engines. Na komm. All ahead, full. Engaging. Maximum burn. Your orders? Course engaged. Underway. Jetzt nochmal Energie. Rammen. Engaging Engines. Das ist so, wie ich mir vorgestellt habe. So, was fällt mir gleich? Das ist aber ein bisschen doof hier. Rearm. Initiate Thunderhawk Bombardment. Ich brauche hier Unterstützung, dann muss ich nicht mehr sterben. For the Emperor!
Heading acknowledged. So, ich würde sagen, targeting enemy vessel. Damit die endlich mal verrecken und wir hier weiterkommen. Wenn das so weitergeht mit dem Space Marine Ship, muss ich die Imperial-Fists hier aus der Schlacht ziehen. Underway. Target locked in. We serve. Where should we strike? Course engaged. Your orders? Aye, Admiral. Jetzt reicht's mir. Jetzt bringen wir mit dir gleich ein Rammanöver aus. Changing course. Versuche dich nur abzufassen mit ihmchen. All ahead, full. Setting course. Enemy sighted. Engaging. Kriegen wir nicht hin. I am listening. Initiate Thunderhawk bombardment. We serve. Your orders? Steckt sich da. Understood. Verloren. Alter Schwede. Enemy sighted. We wait your command. So. Neues Ziel. Engaging target. Der Herr möchte Melter. Der möchte sowas von Melter. Oh, das ist zu spät. Changing course. Was noch? Energie. Maximum burn. Nein, das war nicht. So. Reporting successful boarding action. Alter, die Leute langsam. We serve. Boarding teams have crippled the enemy. Aye, Admiral. Engaging engines. Meuterei. Das ist immer ganz gut. Oh, haben schon aufgegeben. Also, wir haben ein Flaggschiff ganz schön penetriert, wenn ich das mal so sagen darf. Da haben wir ganz schön viel Personal und die haben uns ja echt die Türme zerballert. Mit dieser einen Waffe. Was war denn das? War das die ganze Zeit irgendwie Meuterei, Soldaten oder... Was das Chaos da gemacht hat? Hm. Müssen wir mal gucken, ob das auch schnell nachlädt. Wenn nicht, müssen wir zurück zur Heimatwelt. Eine von uns und dann, ja, Truppen rekrutieren. Er lebt ja noch. Nee. In 6% Truppen kriegen wir hier. Dann sage ich mal nächsten Zug. So, ich runde mal auf, das sind 600. Vanish. Kriegt die. Oh. Space Marine Flotte ist noch nicht repariert. Noch nicht ganz. Wir haben 400 neue Schiffe. Na, ich würde gerne für meine Space Marine Flotte reparieren, können wir die auch. Wir haben aber auch andere Schiffe zur Auswahl. Das ist auch interessant zu sehen. Was ist das für eine Klasse? Vanguard MK3. Die haben Start-Landebucht. Okay, das haben wir ja schon gesehen. Eine Vanguard MK2. Auch Landebucht und so. Die 1 hat Torpedos. Ja, warum ist die 1 am günstigsten?
Wenn die noch Torpedos hat, was hat die denn für eine Waffe nicht? Bombardementkanon. Hat Lanze? Leichte Lanze? Waffe der Torpedos. Und hier haben wir die Nova-Klasse. Leichte Lanze. Hat nur doppelläufiger Makroturm. Also ich habe auch schon bei Teil 1 eher so auf die... Ich war eher ein Freund für die großen Schiffe. Statt für die kleinen. Aber ich würde hier nochmal einen nehmen mit Torpedos. Ja. Bestätigen. Dann haben wir noch 260. Wir kriegen nur noch 60 dazu. Und ich würde sagen, eine Runde warten wir nochmal. Aber das wird dann fast ein Kampf auf Unentschieden da, ne? Ich würde sagen, wir warten trotzdem nochmal. Zug beenden. So, 600. Dringlichkeit. Die Kampagne zeichnet sich durch kleine Schlachten und leichte Rückschläge aus. Feinde nutzen dies, um ihren Vorteil zu erhöhen. Bedrohungsstufe aller Fraktionen wird um 1 gestiegen. Mich doch. So, ich sag, was hab ich gesagt? 660 haben wir. Versuchen wir es. Wartet mal. Wir machen das so. Das machen wir nächste Runde. Sabena. Nächste Runde greifen wir Sabena an. Ich würde jetzt hier mal einen Break machen, damit die Videos nicht so lang werden. Also eure Aufgabe ist, abonniert meinen Kanal. Unterstützt mich. Unterstützt Bruder Heinrich. Lasst ein Like und einen Kommentar durch. Ich bin durch. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.